erstmal die Haare ein bisschen richten. So, jetzt kann ich das Video starten. 3, 2, 1, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Proteinriegeltest. Ihr habt vielleicht schon das Beast Mode Auspack-Video gesehen. Da habe ich gesagt, ich teste mal wieder Misfits Proteinriegel für euch. Hier sind sie, zwei Sorten. Die unten, die ist Neujahr, soweit ich weiß. Plant Powered Cookies and Cream White Chocolate Protein Bar. Und der andere ist Plant Based Dark Chocolate Raspberry Protein Bar. So, wir fangen mit dem hier an, würde ich sagen. 15 Gramm Protein, 1 Gramm Zucker, kosten so ungefähr 2,20, 2,30, 2,40. Misfits Plant Based Dark Chocolate Raspberry Vegan 45 Gramm. Nicht sonderlich groß, damit preise ich sicherlich eher im sehr hohen oberen Segment. Eine Pflanzenproteinmischung, wir haben Erbse, Soja und Sojaprotein, also Sojaprotein Crispies. Und dann nochmal Sojaprotein-Isolat so zugesetzt. Sichere Wurzelfasern, Ballaststoffe, wisst ihr. Dunkle Schokoladenbeschichtung wird es jetzt hier genannt. 20% reichhaltig. Guter Geschmack? Fragezeichen. Süßstoff, Maltit, Kakaobutter, Emulgatoren. Karamellschicht haben wir auch eine drin. Dann haben wir Himbeeraroma drin. Mandelpaste noch so, sehe ich hier noch. Stevia-Glykosid, also damit wird dann wohl irgendwie auch gesüßt. Viele Riegel haben ja sonst Sucralose, vielleicht hier, weil vegan, machen wir Stevia dazu. Also nicht, dass Sucralose jetzt nicht vegan ist, ist ja jetzt kein tierisches Produkt. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das mit irgendwelchen tierischen Hilfsmitteln gefiltert wird, Milch gefiltert, aber das habe ich jetzt noch nie gesehen, habe ich noch nicht von gehört. Ansonsten üblich, wie man es eben bei so veganen Riegeln kennt, diese pflanzlichen Dinger und dann halt auch wie bei anderen Sachen. 421 Kilokalorien, 21,8 Gramm Fett, 4 Schokolade, ein Geschmacksriegel, 34,1 Gramm Eiweiß und das ist sehr positiv. Denn im Polyole hier, als haben wir das Maltit als Süßungsmittel, viel Eiweiß für einen veganen Riegel, das gibt es nicht so oft. Und ja, ich würde sagen, wir gucken da direkt mal drauf. So sieht er aus. Das sieht wirklich nach, kommt direkt so eine Himbeernote entgegen. Schade natürlich, dass sie nicht mal so ein bisschen alibimäßig Himbeere reingemacht haben. Wirklich nur dieses Himbeeraroma. Das ist ein bisschen schade. Aber viel Schokolade. Und so sieht er von drin aus. Hier eine schöne Schokoschicht. Dann haben wir hier die Crispies. Oben das sogenannte Karamell. Karamell ohne Butter und Sahne. Na gut, karamellisierter Zucker kann ja theoretisch dann auch vegan sein, aber ich assoziiere mit Karamell immer auch sowas wie Butter oder Sahne. Aber es ist vielleicht auch Ansichtssache. Ein bisschen fester oben die Creme. Schokolade knackig, dunkle Schokolade. Sieht gut aus. Knusprig, ihr hört es. Veganmäßig ein bisschen bröselig trocken, aber das sind die fast alle. Die Himbeernote ist deutlich, aber auch ziemlich künstlich. Fast schon so ein bisschen ätherisch schmeckt die. Die Schokolade ist sehr lecker. Sehr intensive Zartbitterschokolade. Der ganze Riegel ist auch nicht zu süß. Die haben sich ein bisschen zurückgehalten. Und ich denke, das, was er verspricht, das hält er. Himbeere ist da, dunkle Schokolade ist da. Aber dieses Himbeeraroma, das ist... Es ist ein bisschen merkwürdig. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist so ein bisschen, es ist himbeerig, aber da ist irgendwie noch sowas bei, was ich nicht so ganz beschreiben kann. Aber so diese Schokoladige und so, das ist echt gut gelungen. Also das ist schon mal ganz fein. Der hier, ich denke mal, die Basis wird gleich sein. Deswegen pausiert hier gerne, wenn ihr das einmal sehen möchtet. Reispulver, warum auch immer. Da kommen dann natürlich auch andere Kohlenhydrate irgendwo her. Hier 6,3 Gramm Zucker, ne? Und vielleicht auch andere Kohlenhydrate. Aber auch hier 33,4 Gramm Eiweiß. Hier ein bisschen weniger Fett. Wir haben hier auch eine Schokoschicht drauf. Alternative weiße Schokoladenbeschichtung. 13%. Ich bin voll alternativ, ey. Ich laufe barfuß durch die Dortmunder Innenstadt. So sieht er aus. Tatsächlich sieht er auch anders aus. Auch leicht andere Form, ist ein bisschen länglicher. Hier die weiße Schicht oben drauf und dann eben diese Crispies. Die sieht auch, für mich macht es den Eindruck, als ob sie ein bisschen dünner ist, die Schokoschicht. Jetzt hier mal so gucken. Aber gut, wir müssen einmal den Querschnitt anschauen. Ja,
vielleicht ein bisschen. Oben auch wieder so eine Art Karamellcreme und diese Cookies and Cream Riegel, die haben oft so schwarze Krispies drin, auf hellem Grund, sage ich jetzt mal. Und das hat man hier auf jeden Fall auch. Üblich seid ihr natürlich auch wieder gefragt, Tipps für einen veganen Riegel bitte in die Kommentare schreiben. Ich empfehle ja hauptsächlich den PhD Smart Plant Popcorn. Das ist mein liebster veganer Riegel und ich mag den auch so total gerne. Oh, der ist aber auch gut. Ich finde jetzt nicht, dass er weder nach Keks schmeckt, noch dass er irgendwie nach Cream schmeckt. Das tun sowieso die wenigsten Riegel. Aber er hat eine schöne Konsistenz wieder. Er kommt mir ein bisschen weniger bröselig vor als der andere, aber vielleicht bilde ich mir das jetzt auch nur ein. Ich kann noch gar nicht genau sagen, wonach er schmeckt. Eigentlich ist er fast nur süß, aber ich finde es angenehm. Und vor allem im Kontrast zu dem davor, der wie gesagt so ein bisschen komisches Himbeeraroma hatte, finde ich das gut. Die Optik ist schön gelungen. Das muss man auch sagen. Man kann jetzt hier sicherlich nicht irgendeine Karamellcreme oder sowas rausschmecken. Keksahne-Geschmack. Nee, also das nicht. Von daher, ja, hält er jetzt hier im Gegensatz zu dem anderen vielleicht nicht das, was er verspricht. Aber geschmacklich finde ich den ganz in Ordnung. Kann man auf jeden Fall machen. Misfits, vegan, Cookies and Cream. Und damit sind wir heute schon wieder durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald, macht's gut und ciao.